Hi Leute, endlich nach ein paar gefühlten 100 Jahren ist es wieder soweit. Wir spielen wieder Oblivion und bringen Bruder Martin zur Venenbrühe. Also Jupp, komm mit. So. Hallo, hallo. Ja, wie ihr seht, kein Bandicam-Wasserzeichen mehr. Ich habe die Vollversion jetzt mir erworben, geholt, wie auch immer. Und werde jetzt mit Bruder Martin mal zur Venenbrühe beigehen. Komm. Hallo, komm. Ich hab nicht ewig Zeit. Die Goldküste. So. Ach Quatsch. Und ich würde sagen, wir reisen mal schnell. Zur Venenpriorei, die in der Nähe von Groll lag. Also hier oben. Ja. Laden. So. Hallöchen. Oha. Hilfe, ihr müsst uns helfen. Sie bringen alle in der Venon-Priorei Oha, um. dieses Gesicht. Haltet ein, sagt mir, was geschehen ist, stolzer Recke. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind direkt hinter mir. Prior Marburel ist tot. What? Wer greift die Ich war Venenpyramide an der ein? Schafsweide, als sie angriffen. Ich hörte, wie der Prior mit jemandem sprach. Schaute dann um die Ecke, um zu sehen, mit wem. Sie sahen aus wie Reisende, ganz normal. Und plötzlich hatten sie Waffen in den Händen. Und sie metzelten den Prior nieder, bevor er sich auch nur rühren konnte. Sie merkten, dass ich sie beobachtete. Und dann rannte ich los. Wo ist Geoffrey? Ist er in Sicherheit? Ich weiß nicht. In der Kapelle beim Beten, glaube ich. Ihr müsst uns helfen. Ihr seid schwach, so wie die Götter, die ihr anfleht. Das Paradies erwartet mich. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Okay. Das war's. Und jetzt müssen wir schnell gucken, ob es unserem guten alten Freund hier, dem Geoffrey, gut geht. Nee, war ja klar. Aua. Bäm, nieder mit dir. Ihr seid zurück? Talos sei Dank. Jo, Sie griffen grüezi. ohne Vorwarnung an. Ich betete in der Kapelle, als ich Prior Marborell schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Oh Das mein Amulett Gott. der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Oh, mir schwant nichts Gutes. Ich werde nach dem Amulett sehen. Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Ich auch. Ich steck mal das Schwert zurück. Obwohl Ich man weiß ja fürchte, der nie. Feind ist wegen des Amuletts der Könige gekommen. Nein, Prior. Guten Abend. Na, Abend, du bist voll fröhlich hier, wa? So geht's hier aber nicht. Hallo, dein Kumpel ist Ja? getötet worden und der andere ist auch halb tot. Ja? Sie haben es an sich genommen. Verdammt. Das Amulett der Könige ist fort. Der Feind hat uns in jeder Hinsicht Woher wusste geschlagen. ich das? Ich habe Martin gefunden. Er ist in Sicherheit. Das ist doch Also gut. hat sich nicht alles gegen uns gewendet. Dank Siehste. sei Talos. Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Martin Geiler kann hier Deal. nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Und das werden sie. Wo ist Martin in Sicherheit? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo Massieren? wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Lass mich dich Der massieren. Wolkenherrschertempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Bruma.
Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Oh yeah. Wir sollten sofort aufbrechen. Sehe ich auch so. Komm. Unnötiges Gelaber. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Auf geht's. Ich werde nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrschertempel in Sicherheit ist. Ist der Wolkenherrschertempel schon hier drauf? Ich meine, es wäre so nicht anscheinend, oder? Doch. Reisen wir dorthin. Und ich glaube, jetzt kommt die geile Zeremonie. Zeremonienfeier, wie auch immer. Hi Jungs. Geiler Tempel. Hä? Lol. Okay. Ich lege mein Schicksal in eure Hand. Alter. Chill, Großmeister, ist das? Ja, Cyrus. Dies ist der Sohn Cyrus. Des Kaisers Martin Septim. Meilig Cyrus. Herr, willkommen im Wolkenherrschertempel. Wir hatten schon seit vielen Jahren nicht mehr die Ehre, einen Kaiser willkommen zu heißen. Ah, gut, danke. Es ist mir eine Ehre. Kommt, eure Klingen warten, euch zu grüßen. Oh yeah. Tür zu. Sonst wird's kalt. Okay. Sinnlos. Es schneit. Die Klingen. Grüezi. Ich erwarte eine coole Show. Los, Jungs. Klingen, dunkle Zeiten sind angebrochen. Der Kaiser und seine Söhne wurden unter unseren Augen getötet. Das Kaiserreich versinkt im Chaos. Aber es gibt noch Hoffnung. Hier ist Martin Septim, der wahre Sohn des Uriel Septim. Seid gegrüßt, Heil dir, Martin Septim! Eure Hoheit, die Klingen stehen euch zu Diensten. Ihr werdet hier in Sicherheit sein, bis ihr euren Thron besteigen könnt. Tolle Rede. Ihr alle, ich weiß, was ihr von mir erwartet. Ich soll euer Kaiser sein. Ich werde mein Bestes tun, aber das hier ist alles neu für mich. Reden halten ist nicht meine Stärke. Aber ich möchte euch sagen, dass ich dankbar für euren Empfang hier bin. Ich hoffe, dass ich mich eines Tages eurer Treue würdig erweisen kann. Das ist alles. Hab Dank. Ernüchternde Worte. Von Martin. Eine besondere Rede, oh. Oder? Es scheint doch, sie doch nicht tool. Gekümmert zu haben. Voll Tool. Die Klingen cool. Salutieren vor mir und jubeln mir als Martin Septim zu. Ja. Ich will nicht undankbar klingen. Ich weiß, dass ich längst tot wäre, wenn ihr nicht gewesen wärt. Hab Dank. Aber jeder erwartet von mir, dass ich schlagartig weiß, was ich zu tun habe. Wie ich mich benehmen soll. Sie wollen einen Kaiser, der ihnen sagt, was zu tun ist. Und ich habe nicht die geringste Idee. Kommt noch. Lust kommt beim Essen, hat mein Opa immer gesagt. Selbstverständlich. Das Amulett der Könige. Dann können wir, ich, es in den Tempel des einen bringen so und die Drachenfeuer entzünden. Und die Invasion aus Oblivion stoppen. Und ihr werdet Kaiser sein. Der Kaiser. An diesen Gedanken muss ich mich erst noch gewöhnen. Auf jeden Fall müssen wir als allererstes das Amulett zurückholen. Vielleicht weiß Joffrey, wo wir anfangen sollten. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Sorgt euch nicht um mich. Ich weiß, dass ich hier in guten Händen bin. Das ist schön. Schnee, Schnee, Schnee. Ich mag Schnee. Grüezi, Joffrey. Ihr habt euch als treuer Diener des Kaiserreichs erwiesen und seid ebenso würdig wie die Klingen, Martin während dieser Krise beizustehen. Oh, du schmeichst. Als Großmeister der Klingen wäre es mir eine Ehre, euch in unseren Orden aufzunehmen. Wollt ihr euch uns anschließen? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, Scherz. Was sind meine Pflichten als Schwertkämpfer? Alle Klingen schwören, dem Kaiser als sterblichem Repräsentanten der Linie des Drachen des göttlichen Talos zu dienen. Gut, machen wir das doch mal. Kann eh nur Vorteile bringen. Es ist mir eine Ehre, euch als Ritterbruder der Klingen in unseren Reihen willkommen zu heißen. Ja, ich weiß, dass ich toll bin. Akaviri Katana. Okay,
sinnlos rumgelabert brauchen wir nicht und ich habe wieder einen Tastenfehler. Ach ja. Möge euch Talos leiten. Ja, danke. Seid willkommen, Herr. Es Grüezi. Ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Die Caroline. Oder Caroline. Ostflügel. Der Ostbezirk. Hier ist aber gemütlich. Grüezi, Martin. Wir müssten doch jetzt unseren eigenen Akaviri-Katana hinzugefügt bekommen, oder? Ja. Meiner. Ach. Leute. Seit dem ersten Let's Play. Ich kann es kaum fassen. Das gibt es doch nicht. Seit dem ersten Let's Play vertue ich mich dauernd. Kommt, suchen wir. Hier oben hängen jetzt die Schwerter. Auch von diesen beiden Leuten, von denen wir am Anfang die Katana aufgesammelt haben. In den Kellern, als der Kaiser getötet wurde. Je nachdem, wenn man die Schwerter halt nicht aufgesammelt hat, hängt da entweder dann halt nur eins oder gar keins. Ich meine aber, ich hätte beide aufgesammelt und deshalb hängen ja auch die beiden. Naja, wollen wir doch mal weiter gucken, ob wir noch gute Rüstungsgegenstände finden. Ah, jener. Im Ostblock. Klingenstiefel. Kann man gebrauchen. Klingenbeinschienen. Kann man gebrauchen. Handschuhe kann man auch gebrauchen. Helm habe ich. Tür zu wollen. Ich glaube, mir fehlt nur noch ein Brustpanzer, oder? Handschuh. Beinschienen. Stiefel. Stiefel. Ja. Mal gucken, ob wir einen Brustpanzer finden. Bambus-Schiebetür, öffne dich. Tada! Rostfarbene Kleidung. Hab ich gehört, ist voll in. Rostfarbene Kleidung. Wie geschmacklos. Brustpanzer, Harnisch. Ich bin zu schwer belastet, ich kann nicht laufen. Ah. Verdammt. So. Grober Lederbrust. Nein. Ihr habt nicht genug Platz, um dieses Objekt abzulegen, ist ein Scherz. Hallo? Ja, geil. Kann man das hier so in den Raum schmeißen? Ja, ihr seid zu schwer belastet. Nee. HDF. Bye bye. Komm, wir machen jetzt hier mal große Entleerungsparty. Wuhu. Sommerschlussverkauf. Im Winter. Weil es hier schneit. Wisst Winter. Eisenbrust, Harnisch. Lederschild. Alles raushauen. Ah,
Lol, ich hab mich schon voll erschreckt. Hallo? Wie wär's mal mit loslassen? Ah, okay. Lol. Ja, genau. So, egal. Wir haben wieder genug Speicherplatz, sozusagen. wir können fröhlich rumlaufen. Hallo, Bruder. Was kann ich für euch tun, Herr? Oh mein Gott, du hast eine so geile Stimme. Nichts. Gehabt euch wohl. Danke gleichfalls. So, wir hätten uns jetzt gut gerüstet. Dann wollen wir doch mal rausgehen. Mr. Geoffrey hat es gut, wieder hier zu sein. Ich bekomme schon wieder mehr Mut, wenn ich nur wieder durch diese historischen Hallen gehe. Wir werden siegen. Wir müssen siegen. Ja, wäre nicht schlecht. Baurus. Jetzt haben wir es hier überlebt. Ja, geil. Geil. Nochmal. Ist okay. Nee, war nichts Gutes. Diese Festung ist gut mit Waffen und Rüstungen versorgt. Nehmt euch aus der Waffenkammer der Kaserne, was ihr braucht. Hab ich gemacht. Nicht direkt aus der Waffenkammer, aber... Naja. Die Krönung jedes neuen Kaisers ist besiegelt, sobald er mit dem Amulett der Könige die Drachenfeuer im Tempel des einen entfacht hat. Die Drachenfeuer von Akatosh brennen bis zum Tod des Kaisers. Sein Nachfolger entfacht sie dann bei seiner Thronbesteigung erneut. Nun, da Kaiser Uriel tot ist und kein Nachfolger gekrönt wurde, wird der Tempel des einen zum ersten Mal seit Jahrhunderten dunkel bleiben. Das stimmt. Wir müssen versuchen, das Amulett zurückzubekommen. Hättest du fast vergessen, wa, alter Mann? Ihr solltet zur Kaiserstadt zurückgehen. Baurus hat vielleicht etwas über die Meuchelmörder erfahren. Ihr findet Baurus in Luther Broads Pension im Elfengartenbezirk in der Kaiserstadt. Na dann. Luther Broad. Richtet Baurus einen herzlichen Gruß von mir aus. Sagt ihm, er soll sich nicht die Schuld am Tod des Kaisers geben. Ach, es war Quatsch. Gut, dass er euch zu mir geschickt hat. Ja, es war alles gut. War gut, dass der Kaiser gestorben ist. Alles super gemacht, Baurus. So, gucken wir doch mal. Oh, schöne Kammer. Aber es schneit hier rein. Also nutzlos. Ärgerlich. Lauf. Aha. Ich stehe in einem Turm. Und gucke runter. Okay, ich will da nicht runter springen. Laufen. Das ist bestimmt schmerzhaft. Hallo? Vergebt mir, aber ich habe leider keine Zeit zum Reden. Oh, eine der anderen Klingen wird euch helfen können. Probiert es doch bei Jena oder Stefan. Der Stefan. Damals war schon der Name Stefan berühmt. Voll der Evergreen. Ah, hier war doch früher auch mal irgendwo so... Ach, hier. Wahrscheinlich benutzen wir es nur, wenn schönes Wetter ist, diesen Kampfplatz. Dann stehen die hier immer so und dann geben die sich gegenseitig auf die Mütze. Wow. Hallo, wo bist du denn? Gruß euch. Elisa. Was kann ich für euch tun, Herr? Nichts. Ups, verdammt. Möge euer Schwert stets sein Ziel finden. Okay, wollen wir doch mal in die Kaiserstadt reisen. Tür auf. Tür. So. Oi. Ich bin auf mich allein gestellt. Okay, die Karte. Imperial City. Palast, Tempelbezirk, was? Baumgarten? Baumgartner, Felix Baumgartner. Talosplatz, Elfengarten.
Das ist ja auch der gute Fall. Warum nicht, ne? Und da wären wir auch schon. Und wundervolles Wetter, trotz leicht grauer Wolken und starkem Wind, begrüßt uns. Oh, das ist ein wenig schick. Ja, wir sehen das mal irgendwie. Irgendwie könnte man nicht. Ah, nee, das ist. Magie. Auf irgendeiner Taste könnte man seinen Charakter auch von vorne beobachten, aber ich weiß es nicht mehr. So ist das. Ich höre euch zu, Bürger. Lusa Broads Peng Pong Pongsium. Da müssen wir rein, aber das machen wir nicht diese Folge. Da warten wir erstmal bis zur nächsten Folge. Also Leute, gucken wir mal, was nächste Folge so geht. Bis dahin, gönnt euch eine Tüte Gulasch oder lasst es bleiben. Das war's vom Lars. Ciao.